So, da sind wir wieder zurück bei Starbound. Wir sind zurück im heimischen Heim. Im heidnischen Heim. Wir wollen jetzt ein bisschen weiterbauen hier, ne? Habe ich gehört. So, die Hütte meinst du? Ja. Das Labor vor allen Dingen unten. Labor. Und was Labor. Ich noch machen wollte? Labor. Pour homme, pour femme. Dachte, ich mache hier mal einfach so ein Dingens über den Kamin, wo man was draufstellen kann. Ja. Ich weiß noch nicht genau. Ja, es sieht scheiße aus. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, was ich da draufstellen kann. Vielleicht noch eine Blume. Blume ist da. Seine Rüstung verbessert man auch am Anvil unten, ne? Ja. Ja, doch, ich glaube ja. So, was lege ich uns denn auf den Kaminsims? Ich habe hier nur Scheiße im Inventar. Vielleicht lege ich uns Scheiße auf den Kaminsims. Mr. Henki. Ich will auf jeden Fall auch ein Bärenfell vom Kamin haben, ne? Ja, ob sowas gibt, weiß ich gar nicht. Eine Kiste macht sich da noch nicht. Ja, Bärenfelle habe ich selten. Achso, was machen wir an? Der Hungerbalken geht noch, ne? Wir haben ja gerade eine kleine Pause gemacht. Muss ich mal ganz kurz gucken. Hungerbalken geht noch. Habe ich da denn eine Kerze? Passt zwar überhaupt nicht hin, über den Kamin eine Kerze stellen. Ist auch sinnlos, aber was soll's. So. Ja, die Geste zählt. Natürlich. So, kann ich das schon... Nee, das ist alles noch nicht fertig. Kann ich die Bananen schonen? Die sind auch noch nicht fertig, aber Weizen ein bisschen. Ich glaube, wir waren aus dem Chunk raus, ne? In der anderen Höhle da hinten. Ja, deswegen hat er hier nicht aktualisiert. Aber ich habe ein paar Kiwis. Kiwis und Weizen. Sind das hier die Bananen? Das sind die Bananen. Wo du vorstehst? Genau, das sind die Bananen. Ja, das sieht cool aus. So, und Weizen haue ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen mehr hin. So. Dafür habe ich keinen Platz mehr für Kiwis. Hast du die Tür jetzt echt wieder zugemacht gerade? Ja. Ist voll lieb von dir. So, toll. Huch. Was denn? Also manchmal backt man irgendwie noch die Tür durch. So, wenn man sich hinsetzt zum Beispiel. Genau. So, warte mal. Kann ich jetzt, Oh, wie schnell das jetzt mit dem Ding hier geht. Wie viel Platinium hast du nochmal für deine Spitzhacke gebraucht? Weiß ich nicht, aber ich kann es dir gleich sagen. Platinium. Ich hab 8 oder so, ne? Oh, Diamond Pickaxe kann ich mir jetzt machen. Hm? Ob sich das jetzt noch lohnt, ich muss den mal reparieren. Platinum kostet 8, genau. Cool, dann kann ich mir jetzt auch eine Platinium machen. Juhu, geil. Endlich Platin. Ja. So, dann mach ich mal hier, so. Komme ich da noch hin? Yeah. Super. Oh. Mist. Oh, kannst du den mal kurz nehmen? Danke. Jo, ich brauche ihn sowieso, das ist gut. Klaut er den und läuft weg. Dieser Roboter. Will ich nur mal ganz kurz hier hin. Huch, Light Metal, habe ich 166. Wieso habe ich so viele? Ah, das ist das von dem Labor, ne? Ja. Ja, das baut sich recht schnell ab. Ich war auch erschrocken vorhin. Bah! Bin ich hier im Inventar und... Aha, jetzt mach doch mal so. So, ich kleide hier schon mal aus. Ja. Also mich. So. Oh. Miau! Hier und dann so hoch. Das war total schlau von mir. Was fehlt mir denn noch? Gold, ach, ich brauche eine Gold-Pickaxe. Okay. Lebenswille, oh, genau. Ich habe nicht mal genug Pixel, das ist ja auch lustig. So. Wird ein schönes Labor da unten auf jeden Fall. Ja, sind deine Steine schon aus? Ja. Soll ich schon mal den Rest machen? Das wäre super. Kannst du auch selber eben machen, wenn du magst. Ist ja schnell gemacht. Die im Hintergrund, ne? Genau. Sieht lustig aus, dir dabei zuzugucken. Los, arbeite schneller! Hutsch! Hä? Ach so, nee, Quatsch. Na los! Schneller! Jetzt habe ich auch nur noch 133, krass. Hat aber gereicht. Und dann machen wir noch ein schönes Fenster im Hintergrund.
Glas habe ich ja dabei, ne? Genau. Obwohl Glasfenster habe ich auch noch ein paar, die habe ich vorhin aus Versehen geklaut. Obwohl ein Fenster brauchen wir da eigentlich gar nicht. Gibt dir aber trotzdem mal, ich weiß nicht, kannst du die noch aufnehmen? Ja, ja, Glas habe ich auf jeden Fall noch. Super, danke dir. So, und hier mache ich meine Tür in die Höhle rein. Ist das nicht gewitzt? Naja, geht so. Kannst du hier die Reihe nochmal ganz kurz auskleiden? Ah, nee, warte, ich habe ja noch. Fünf habe ich ja noch, warte. Ich kann dir Schleim anbieten. Du Schleimer. So, und jetzt habe ich doch noch, wenn mich nicht alles täuscht, in unserer Wunderkiste da oben. Ach, ich hätte ja vergessen, auf Smell zu drücken. Ah, ja, das kenne ich. Smellt mir. Das kenne ich sehr gut. Smells Einöde. Smells like Teen Spirit. So. Kann ich Teebart die... von Smells. Kann ich die hier? Kann ich offenbar nicht. Wieso kann ich hier... Achso, weil... Kannst du mal kurz den Amboss mitnehmen? Ja, ich glaube, du musst aber... wo ist meine Spitzhacke? Warte. Ja. So, da würde die hinpassen. Ah. Cool. So, da sollten wir vielleicht noch das Ding da oben hoch. Oh. Das war total schlau. Ach so, das geht jetzt wieder nicht. Hast du noch einen so einen Eisenfröpf? Ja, wo soll ich denn hinmachen? Über dem Türrahmen da quasi so ein Ding noch. Hier? Nein! Nein. Ach, warte. Du meinst das in Doppelreihe wahrscheinlich, ne? Genau, warte, ich hau mir den mal ganz kurz da raus. Also hier wahrscheinlich. Nein, ein Hör! Mann! Ich hab den gerade rausgebaut. Also hier so? Boah, dieser verkloppte Roboter. So, warte. Okay, wo habe ich denn, Alter, mein Inventar ist so voll. So. Und jetzt. Zack, Sicherheitstür. Juhu. Cool. Geht für ein Labor, ne? Ja. Sollen wir mal gucken, was macht man in einem Labor denn für Lampen? Wichtige Laborlampen? Warte mal. Ach, geil. Ich bin gleich wieder da. Warte mal kurz. Ja. Gehst nach links, ich hab Angst. Nee, warte. Ich hab eh keinen Platz im Inventar. Ich muss ein bisschen ausmisten. Sekunde. Ach, verdammt. Was denn? Wolltest du jetzt wieder den Kreissäge irgendwo bauen? Huch, ich will nicht pennen. Okay. Da sind nur Klamotten drin. Haben wir nicht so eine Abfallkiste? Pass auf. Jetzt mach ich mal Folgendes. Eine haben wir hier irgendwo da. So. Ob ich die hier unten reinballer? Weil die passt ja eigentlich nicht thematisch nicht da unten rein. Man macht sich aber auch immer Sorgen um so einen Scheiß. Das muss ja gut aussehen. Ja, natürlich. Boah, jetzt bin ich gerade voll an Half-Life erinnert. Kaputt machen. Warte mal, hier, die kann ich eigentlich mal trashen. So, 1000, davon auch noch 1000. Da oben habe ich 800 noch drin, das heißt, ich kann die Erde eigentlich mit da drauf stecken. Zack. Und ansonsten, das brauche ich gleich nochmal, Dry Sand. Ich packe jetzt mal die ganzen Baumaterialien alle, die wir nicht unbedingt brauchen, hier in diese Kiste rein, weißt du? Ach, da kann man was reinstecken? Ach, das ist ja cool. Ja, ja. Geil. Aber ich mache da halt nur so Materialien von der Wand hin und sowas. Mhm. So, aber eigentlich brauchen wir, das meiste brauchen wir eh nicht, da machen wir 1000er Stacks und fertig. Weißt du, soll ich dir mal die Laboreinrichtung hinschmeißen, dann kannst du die hier hinklatschen, wenn du willst. Das wäre natürlich auch super. Ich wollte nur mal ganz kurz... Ah ja, ja, mach mal. Das wäre natürlich toll. Juhu! Warte, was hab ich noch? Yippie! Den Dash? Yippie! Oh, ich muss was essen. I can barely stand. Cooler Server? Ich... habe ich was zu essen? Wieso bin ich hier im Inventar? Es ist so unübersichtlich hier gerade. Brote. Ach super, danke dir. Boah, die sind echt super. Die Brote sind echt super. Ja, die heilen auch komplett hoch fast. Ah ja, hier dieses Ding noch. Juhu!
Machen wir hier so ein bisschen wie auf dem Raumschiff, ne? Ja. Zum Glück nervt das Ding ja auch nicht, diese... Passt auch sehr gut zum Mittelalterhaus oben. Ja, aber das ist ja der Witz. Ach so, ah. Oh Gott. Kannst du nur mal Witz sagen? Das ist ja der Witz. So, die Witzvorlage. Was? Weiß ich nicht, das war eine Witzvorlage. War nicht witzig? So, das hau ich mal da irgendwo hin. Die Bloodbank. Ah. Sieht aber cool aus hier unten. Ne? Ach ja. Ich überlege, ob ich nicht mal ganz kurz... Warte mal, ich entschwinde mal eben kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich brauch den Amboss. Verdammt. Bin gleich wieder da. So. Lass mich raten, du holst den Stuhl. Also, deinen Stuhl. Also, ja. Stimmt, das andere hätte ich ja hier lassen können. Wieso nehme ich jetzt eigentlich alles mit? Ich weiß es gar nicht. Den Tisch lasse ich mal da. So, machst du alles kaputt unten? Ja, ich habe gerade TNT gelegt und jetzt haue ich hier noch ein paar Bomben rein und dann passt das. Ist ja auch so, so offen ist es schöner einfach. Ja. Ich habe tatsächlich 3 Bomben, ich weiß nicht, wo ich die her habe. In Kisten wahrscheinlich, oder aus Kisten. Ja, ich glaube auch. Oh, wir haben 3000 Dirt-Blöcke. Dirt. Dirt. So. Und... Ich dachte, Nitrado will aufstocken. Habe ich einfach mal den Server nochmal von oben geholt. Ja. Und wir haben echt nur drei Screens? Warum haben wir nur 3 Screens? Weiß es nicht. Ich habe, also, 2 Stück weiß ich, die habe ich vorhin eingesammelt, aber der Rest? Komisch. Ich dachte, wir hatten das letzte Mal schon welche geplündert. Vor allem dachte ich, wir hätten mehr. Ja. So? Kann man denn auf den Tisch hier auch noch was draufstellen? Ausprobieren. Cool. Hä? Wieso kann ich die nicht in den Hintergrund? Ach cool, das ist ja geil. Wieso kann ich die denn nicht in den Hintergrund setzen? Geht nicht? Hä? Warte mal, da muss ich mal ganz kurz, So. Moment. Ja, da freue ich mich schon wieder, wenn bald wieder der nächste Vibe ist und wir alles umsonst eingerichtet haben. Sieht aber so schön aus jetzt. Ey, wäre echt schade, wenn das weg ist dann. Dann muss ich bleiben. Ja, da werde ich auch ein bisschen sentimental. Bring mal um! So. Boah, 800 Pixel für eine Platinum-Spitzhacke. Übel. So, auf jeden Fall hübsch hier unten, ne? So. Jetzt haben wir nur keinen Platz für Amboss und so. Ach ja, stimmt. Da finden wir schon noch ein Plätzchen für. Ja, ach klar. Noch ein Schlückchen? Ja, gerne doch. Prost. So, hab ich den Amboss? Ja, ne? Oder du? Nee, den hab ich. Okay. Den hab ich. Aber jetzt... Ach so. Oh, ich leg ihn mal auf den Tisch. Ah, super. Sehr gut, danke dir. Lass mal rüberwandern. Jetzt guck ich mal, wo ist denn der Amboss? Da. Was machst du denn da? Der passt hier irgendwie nicht so richtig rein. Ich hole den Amboss einfach unterm Arm so. Der passt hier einfach nirgends richtig rein. Nee, irgendwie nicht. Pack den jetzt mal da oben hin. So. Voll schön eingerichtet. So eine Abstellkammer. So, und dann dachte ich mal... Hier ist ja die Küche, ne? Ja. Hier ist ja mehr so Wohnzimmerbereich. Und ich wollte mal was ausprobieren. Ich weiß nicht genau... Oh. Muss mal gucken, wie es dann aussieht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe, man verzeiht mir meine leichtfüßige Rumprobiererei hier gerade. Ah, da habe ich das Ding doch. Cool.
Was denn? Warte. Oh. Huch. Habe ich das jetzt hingepackt? Hä? Was ist mit dem Kamin passiert? Nun. Das ist eine lange, traurige Geschichte. Jetzt sieht die Kerze aber wenigstens gut aus. Ja, er macht was her, die Kerze. Oh, nein, Mist. Okay, dann machen wir ganz kurz so. Nee, das sieht scheiße aus, warte mal. So, sieht doch gut aus, oder? Ja. Ich dachte, so lasse ich das jetzt einfach. Ja, sieht echt gut aus. Ah. Gewinnt, gewinnt. Ist das jetzt dieser helle Stein, wo wir uns vorhin abgekrampft haben dran? Ja, ja, genau, der ist das. Mach hier erstmal ganz zu. So. Und wenn ich jetzt den Kamin da wieder hinstelle, mal gucken. Das Gute ist, im Kamin waren 6 Fleisch, ich weiß nicht von wem. Oh, ja. Nimm sie dir hoch. Ach Mensch, die waren halt da. Ah, das sieht geil aus. Warte, ich bin noch nicht ganz fertig. So, ich hoffe, das geht. Dann mache ich nochmal einen nach oben. So. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, wollen wir natürlich auch... Huch, hä? Meine Maus ist plötzlich weggesprungen. Das Fenster fällt voll auf, ne? Ja, ich muss jetzt erstmal gucken gerade. Voll das auffällige Fenster, voll gut. Schön, dass wir das drin haben, einfach. Das macht so viel her gerade. Bin begeistert. Kann man eigentlich bei Fenstern, wenn man das so hat, würde mich mal interessieren. Wo sind denn hier die Treppen? Hier ist alles so voll bei mir gerade. Ja, ich hab bei mir auch. So langsam lichtet sich's aber. Hey, eine Fensterbank. Ach, geil. Das ist irgendwie cool. Und da dann eine Kerze drauf. Oder? Oh. Da möchte ich ein Bild malen. Das Fenster sieht so schäbig aus einfach. Ja, so ein Kassettenfenster wäre irgendwie cooler, oder? Einfach mal rausgepumpt. Ich hasse das Fenster! So, warte. Ich hab leider nicht mehr. Warte, warte, ich bastel gerade nochmal eben. Wooden Window. So. Wooden Window, Wooden Window, Wooden das Window, da. So, sieht tatsächlich besser aus als das andere. Ja, ja. Ich glaube, für das andere braucht man einfach einen geileren Hintergrund, dann wirkt das besser. Und jetzt nochmal. Wo ist denn die scheiß Blume? Da. So. Ah, das sieht schön aus. Ne? Also hier fühle ich mich wohl. Also es wird auf jeden Fall, langsam wird es ein richtiges Haus. Müsste noch sowas wie eine Couch oder sowas geben oder so ein Sessel. Da müssten wir mal eigentlich auf andere Planeten und gucken, ob die vielleicht für uns Dinge bereithalten. Ja. Diese netten Einwohner anderer Welten. Guck mal, also sehen, was ich da hingestellt habe. Ach geil, das ist ja cool. Voll cool. Hab ich auch geliehen. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz für Essen sorgen. Oh, der Staubsauger. Machst du gut, Roventon. So. Bidi, bidi, bidi. So. So, du kriegst nix. Du bist ein Roboter. Nee, warte, ich teile dann auch. Oh, ich habe 86 Gold. Ich muss ja noch smelten. Du auch, ne? Nee, ich habe schon so ganz heimlich nebenbei. Ach, krass. Du krasser Roboter. So, lala. Doch, ich bin gegen das Ding gelaufen. Mit dem Kopf. Ja. So, Bananen habe ich 3. Bananenbrot hielt übrigens richtig geil. Wollte ich mal sagen. Ich mache uns dann lecker Bananenbrot. Oh, gibt's das hier? Kann man craften. Wenn man Brot hat und Banane, kann man auch Bananenbrot craften. Ich mach uns das alles. Ganz lecker mache ich uns das. Aber wir haben ja nicht mal eine Küche. Aber wir haben einen Küchentisch, falls du dich erinnerst. Stimmt, das stimmt, das stimmt.
Ich habe auch noch einen Küchenofen für die Küche. Für die Küche. Einen Ofen. Sehr cool. So, hier ist wieder angepflanzt. Boah, ist echt geil mit dem Garten und so. Auch hier draußen mit dem Werkzeug am Dingens. Das sieht echt... Ist langsam schön echt eine aus. Schöne Hütte. Ja. Ich bin ein bisschen begeistert und überrascht von uns. Ist ein hübsches Ding. Ich finde halt geil, was man hier für Möglichkeiten hat. Ja, das auch. Finde ich extrem cool. Und ich glaube, wir sind noch am Anfang unserer Möglichkeiten. Guck mal, ich kann schon... Brot backe ich uns jetzt mal ganz kurz. Eins, na toll. Und Bananenbrot. Warte mal, ich habe noch 4 Brote. Ich hau dir die mal rüber. Super, wie Bananen. Ich hab mal da eine Banane drauf. Oh, auf dem Tisch. Ich hab eh nur 3 Bananen. Schade. Ach so. Naja, hab ich noch ein paar Brote. Danke, tschüss. Warte. Huch. So, pass auf. Ich gönn dir mal was. Oh, jetzt bin ich gespannt. Warte. Das ist einfach eine Spezialität auf dem Planeten, von dem ich komme. Ja, so. Oh, das brauche ich zurück. Mal, scheiße, das ist ja das ganze Stroh. Warte. Ich wollte nur eins nehmen. Mist. So. Was, das hier ist ja... Bananenbrot. Hier, guck Bananenbrot mal. Zack, gewesen. Da. Das ist Bananenbrot. Und... Gar nicht. Warte. Hier, das kannst du auch noch essen. Und... Kiwis habe ich nur 3, teile ich aber natürlich sehr gerne. So. Oh, lecker. Brauchst du noch Fleisch? Nee, jetzt, ich glaube, ich bin versorgt erstmal. Ah, okay. Weil sonst jetzt erstmal das Bananenbrot. Ey. Oh, lecker. Wieso? Alter! Brennst du? Ja. Ach, das Bananenbrot wurde verbrannt und guck mal, du hielst die ganze Zeit hoch. Das ist ganz cool. Ach, lauf, so. Lauf mal eben. Guck mal. Oh. Bananenbrot, Power. Krass. Super geil. Das ist ja geil. Ich hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn das irgendein Negativeffekt gewesen wäre. Also Chili ist zum Beispiel, können nur Menschen essen. Ach, Chili gibt's auch. Ja, ich habe hier Chili-Schoten seit Ewigkeiten, trage ich ihn immer rum. Huch, warte mal, cool. Was hast du da gerade? 2 Betten noch reingeschmissen? Ja, das ist halt so der ganze Kram, ne? Ich habe auch noch diese komischen dekorativen Dinger hier. Ja, genau, da das, rein. Genau, das, ja, doch, das ist schon richtig. Haben wir es ein bisschen sortiert? Ich guck mal gerade, was habe ich denn noch hier noch an Krempel, verdammt. Ach, ich habe mal ganz unverfroren hier in dieses Regal, habe ich mal die ganzen Ohrs reingepackt, die ich noch in der Tasche hatte. Ah, sehr gut. Ins Bücherregal. Ups. Ja, versteckt, dass es keiner sieht. So. Sehr gut, dann mache ich gleich mit. Was kann ich denn hier noch mit reinpacken an Dekokram? Goldene Lampen brauche ich nicht mehr. Hier habe ich noch... Oh, ein Target-Dummy ist auch geil. Den Target-Dummy? Warte mal, können wir uns den nicht mal... Gleich wieder da. 3 Labortüren. Ach, kann ich da jetzt nicht hinmachen. Mach ich später. Den Target-Dummy kann man super als Vogelscheuche aufs Feld stellen, bestimmt. Also voll die schöne Bude. Brauchen wir eigentlich schon so eine Webmaschine? Eine was? So eine Webmaschine hier, wie ich weiß jetzt nicht, wie es spinnt. Achso, ja, könnten wir eigentlich auch mal hinstellen. Baue ich mal gerade eine, kann ich gerade zum Glück noch. Super, ich schmelze gerade mal meine Metalle ein. 86 Gold, smelt, smelt, smelt. Und hier 10 Platinum, smelt, smelt, smelt. Brauchst du Platinum für Schwerter? Nee, ich hab auch 10 Platinum da oben reingepackt, aber ich habe nicht genug Pixel. Okay, ob ich dir Pixel geben kann, weiß ich leider nicht. Ja, ach, das ist halt ja nicht. Ich habe jetzt erstmal eine Goldhacke, ich glaube, die probiere ich erstmal aus. Okay, 4 Diamanten konnte ich gerade noch machen. 210 Kopper, geil. Ich hab von allen so einen immer noch. Ich hab noch ein Platinium-Ohr, ein Silber-Ohr, das ist ein bisschen doof. Ohr. Boah, das ist voll doof. Ja, wir haben schon allen Grund, uns zu beschweren. Was ist das denn? 200 Eisen habe ich noch. 101 Silber, aber nur Ohre. So. Wo hat man denn so eine Maschine zum Spinnen immer stehen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es erstmal. Da oben macht die sich da gut? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht hier so rein, in diese Küche, die noch keine ist. Können wir später wieder wegbauen. Hey, Fabric kann ich bauen. Ja, ich auch. No, Infantry Chest. Boah, da braucht man 6. Da braucht man 15 Leder für. Ich habe gerade mal 6. Oh, geil. Oh, Apex Commander oder Apex Navy? Hier gibt es ja auch noch Winterklamotten, ne? Snow Infantry, genau. Die braucht man nämlich für Schneeplaneten. Und da brauchen wir... Ach, da brauchen wir Leder für. Da müssen wir echt mal gucken.
weiß auch nicht, wie man Leder bekommt. Ich habe das jetzt von Monstern ab und zu mal bekommen, aber... Ja, man soll die Monster mit dem Bogen schießen. Da können wir vielleicht mal irgendwann eine Hunting-Tour machen. Ja. Kriegen wir auch Fleisch. Fleisch! Fleisch ist gut! So, ich habe 153 Kohle. Wie viel hast denn du? Ich glaub 63 oder so. Also Kohle müssen wir echt noch irgendwie mehr finden. Wir brauchen ja einen coolen Kohleplaneten irgendwo. So ein Planet, wo nur Kohle ist und dann die abbauen die ganze Zeit. Genau. Man kann ja auch später noch, wenn man irgendwie so Rucksäcke, nee, hier Jetpacks oder sonst irgendwas hat, kann man ja tatsächlich auch noch irgendwie in den Weltraum mit warmen Klamotten und kann dann auf Asteroiden drauf und da noch abbauen und sowas. Krass. Wenn ich das richtig gelesen habe, kann auch alles falsch sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt da noch ein bisschen was. So, ich glaube, ich habe alles eingesmeltet und tue das mal oben in eine Kiste rein. Beziehungsweise, mit Platin möchte ich mal ganz kurz versuchen, kann ich da noch... Wie kann man das craften, das mit dem Platin? Das verstehe ich noch nicht ganz. Wenn ich meine Spitzhacke aufwerten möchte. Die Kiste ist eindeutig voll. Entschuldigung. Ich guck mal kurz. Materials, Craft. Man kann ja irgendwie die Spitzhacke reparieren, aber ich weiß ehrlich gesagt momentan gar nicht wie. Müsste ja dann eigentlich auch am Amboss gehen, oder? Eigentlich habe ich das auch gedacht, aber irgendwie werde ich noch nicht ganz schlau draus. War das hier eigentlich der Planet mit den Fiberbäumen? Meinst du die so Metall aussehen? Nee, die anderen. Es gab doch hier zwei Sorten von Bäumen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn du ganz nach links oder so läufst, da kommen die dann. Rat mal, wo ich bin! Ja. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die finde. Dann kann man sich schon mal Klamotten nähen und sowas. In Ordnung, wenigstens mal im Inventar. So. Ich bin bestimmt bald wieder da. Ich bin nur kurz auf einer Reise. Nimmst du wieder Häuser auseinander? Komm, gib's doch zu. Das würde ich im Leben nicht wagen. Ich hoffe, wir haben ein paar von den Bäumen übrig gelassen. Ich glaube, die wachsen auch gar nicht nach, ne? Also als ich vorhin nach links gelaufen bin, habe ich keinen gesehen, nee. Dummerweise. Oh. Ja, hier ist so ein Eisenbaum, huch. Du bist ja auch ganz links durchgelaufen, ne? Das heißt, du müsstest den ja eigentlich gesehen haben, huch. Ja. Du hast doch hier irgendjemanden gehabt, wo du Waffen gekauft hast, ne? Ja. Aber wenn ich mal wüsste, wer das war. Ja, ich klicke einfach mal durch. Das ist ganz gut. Kann nicht schaden. Hallo? Nee, die will nicht. Die rennt weg. Schade. So, hier. Lalalala. Hier waren wir schon. Ich glaube, von diesen Fiberbäumen haben wir da wirklich alle schon weggerissen? Vielleicht sind die auch super selten. Also hier, als wir ankamen, war hier alles voll damit. Aber ich kann mir vorstellen, wir sind ja so effiziente Spieler, weißt du? Ja, das total. Meinst du, wir haben die schon weggerissen? Bestimmt. Glaube ich. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Oh, Mist, der hat mich noch erwischt. So. Ich laufe gerade einfach nach links und habe das Gefühl, ich komme gleich wieder bei unserem Haus an. Hier sind, glaube ich, schon die Höhlen, wo wir eh schon waren. Ich glaube, ich laufe hier einmal im Kreis, dann bin ich gleich wieder da. Wir haben keine Fiberbäume mehr. Nein, die waren so super. Vor allen Dingen bandagentechnisch waren die echt ein Highlight. Uah. Ja, vielleicht müssten wir da bald mal wieder losziehen. Wer weiß.
Das müssen wir ja ohnehin. Ja, das ist unsere Bestimmung. Für wahr, alter Freund. Vielleicht kommen wir dann mal auf deinem Planeten raus. Meinst du auf so einem Affenplaneten? Alles voller Affenscheiße, überall Bananenschalen. Überall sitzen die Leute auf dem Fenster und werfen ihre Kacke. Oh, ich sollte manchmal ein wenig bandagieren. So, lala. Ja, ich komme gleich wieder nach Hause. Komme nach Hause. Warum? Wäre ich doch im Krieg gefallen. Scheiße. Ach, das ist wieder so ein Arschvogel. Kleiner Drecksack-Mistviech-Käfer. Aber zum Glück haben wir eine super Terrasse und da kommt er nicht durch. Hahaha. Tschüss, Vogel. Hallo, ich bin zu Hause. Krieg war doof. Oder hast du nichts gefunden, ne? Leider überhaupt nichts. So, wo stelle ich das alles jetzt mal hin? Warte. Das hier soll ja die Küche werden, ne? Ach, hast du wieder... Ja. Na, die hängen falsch rum, entschuldige. So, das sind die anderen, das sind die. So, jetzt sind die richtig. Und ich wollte nochmal ganz kurz hier was craften, und zwar... das hier, einfach mal das hier. Ja, ein Sofa wäre eigentlich echt super hier fürs Wohnzimmer. Ja, ich habe aber bis jetzt auf meiner Reise noch nichts gesehen hier durch das Dorf. Nee, da müssen wir, glaube ich, auch bei anderen. Huch, was denn? Ich habe ausgesehen, das Ding. Ich wollte nur das Lagerfeuer abbauen. Nein! Das war doch so schön, das Lagerfeuer. Das war so schön. So. Ein Kleiderschrank habe ich zufällig gefunden auf meinen Reisen. Ich dachte, der macht sich da ganz gut. Ja. Ich habe auch noch so ein cooles Regal hier gefunden. So ein Aufstellregal. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Da sind wir jetzt echt eng hier. Man findet immer so schöne Sachen überall. Ja, genau. Das ist wirklich schlimm. Nee, da draußen lasse ich das so ein bisschen. Wir müssen das ja auch nicht überstrapazieren. Ich hänge die jetzt erstmal hier hin. Nee, passt überhaupt nicht. Ich hänge die erstmal da hin, das sieht scheiße aus, aber wir brauchen dann noch so einen Bastelraum quasi. Unten ist ja unser Hightech-Labor und dann brauchen wir halt noch so einen Bastelraum irgendwo. Den brauchen wir auch noch. Ne? Den Ofen hier, den, also hier, das Ding hier. Warte, ich habe gerade das Crafting offen. Inventar. Ach, guck mal. Pass mal auf, ich muss hier leider mal ganz kurz dieses Ding hier weghauen. Ja, hau weg. Und leider auch dieses Ding. Was? Pass auf. Ich habe nämlich gerade noch was hergestellt, lustigerweise. Ich wusste gar nicht, dass wir das können. Da habe ich gerade eben erst wieder gesehen. Oder stelle ich das hier hin? Mach's mal kurz den Pott weg, ganz kurz. Ja, ja. Super. Ich hoffe, ich baue jetzt auch nur den Pott ab. Jo. Deine Spitzhacke sieht cool aus, so. Zack. Ah. Wie eine richtige Küche. Wash the dishes. Das ist einfach fantastisch. So, hier mache ich nochmal ganz kurz, zack, ein Stühlchen dran. Wir waren übrigens beim gleichen Typ klauen. Also das Küchending habe ich gerade gebaut. Nee, ich meine, was das Werkzeugding angeht. Hier, ich habe ach, so eins. Ah, cool. Der Arme. Naja, egal. Der hat ja bestimmt andere Sachen im Leben. So, in der Küche können wir ja eigentlich erstmal... Pass mal auf, ich habe da vielleicht eine Idee. Hey, kannst du mir den mal kurz rüberschicken nochmal? Oh, ja. Danke. Noch eins, ne? Ja. Danke. So, warte. Und dann... Das sind die Kitchen Tools. Hä? Das sind gar nicht die Kitchen Tools. Bild. So. Und
dann, pass mal auf. Wo ist denn hier... Boah, ich habe hier keinen Überblick mehr. So. Da muss die Fackel leider mal kurz weg. Oh, das war mein bester Freund. So, bester Freund ist weg. Ich dachte, du wirfst dich jetzt ins Bett und heulst. So, mal gucken, kann ich die jetzt vielleicht da einfach... So. Und ich muss was essen. So. Ach, guck mal, hier für die Küche habe ich auch noch hier. Das ach, so ein Sack Mehl, ne? Ja, genau. Hier. Juhu, danke. Ist auch geil, sich gegenseitig immer irgendein Item dauernd hinwerfen, bis der andere voll ist. Oh, und... Alter. Ja, ich habe das alles gefunden gerade. Gefunden vor allen Dingen. Es ja. War halt da. Oh, ich habe drei von den... Ich habe drei von den Fässern? Wieso habe ich drei? Ja, die habe ich, ja. Ach so. Also, ich dachte, zwei sehen blöd aus und naja. Habe ich sie halt alle mitgenommen. Stell den jetzt einmal da unten nach, oder vielleicht hier so? Ich glaube, da macht sich das besser, ne? Dann räume ich das erstmal wieder weg. Ist hier so ein Werk-AG-Raum, habe ich das Gefühl. Aber ist nett. Sieht schön aus. Ne? Find's auch, so langsam. Also vor allen Dingen zweckmäßig. Schöne Bude. Also schöne Bude. Ich bin begeistert und möchte... Ach ja, wundervoll, ja. Ach, noch ein Tee? Noch ein Zucker zum Tee? Ach ja, gerne doch. Bitte, plink, plink. Ja, dann, ich würde sagen, wir trinken Tee bis in die nächste Folge rein. Da entspannen wir uns jetzt erstmal gemütlich. Also ich trinke mein Schlumpfenblut. Warte, oh, jetzt kannst du dich hinsetzen. Schade. Ach, schade. Habe ich noch was? Ah ne, auf den Tisch draufstellen. Wir haben ja schon eine Fensterbank. So. Das sieht irgendwie schräg aus. Ja. Habe ich noch was für einen Kamin eigentlich, was ich da draufstellen kann? Ich will das jetzt nicht abbauen, dann baue ich wieder alles ab, oder? Du kannst ja mit Shift abbauen. Ah ja. Hui. So. Etwa hier? Oder? Die goldene Ente. Die ist doch super. Und kann ich hier nicht in der Küche vielleicht... Pass auf. Eigentlich... Ja, hallo, Folgenende. Warte mal ganz kurz. Nee, Sand will ich nicht. Ich baue hier einfach mal zu. Und dann... Jetzt kommt's. Pass auf. Das ist voll der Knüller. Lege ich da oben Mehl hin. Ja. Oder? Na? Super. Geil einfach. Geil. Boah, das ist die beste Bude, die man je gesehen hat. So. Ist wirklich nicht schlecht. Ja, ist wirklich... Also ich finde es sehr gemütlich hier. Wird's langsam echt schön. Das ja. Problem ist nur, wenn wir jetzt die anderen Planeten abklappern nach und nach, dann wird's eng. Da müssen wir anbauen. Ja, wir müssen ja oben eh noch fertig bauen, ein Stück, ne? Ja, das stimmt. Und vielleicht kommt ja noch eine Etage drauf, man weiß es nicht genau. Ja, gucken wir mal. Vielleicht wissen wir das ja schon in der nächsten Folge. Ja, wer weiß. Ich würde auf jeden Fall einschalten. Ich auf jeden Fall auch. Oh, ist das billig. Ja, Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.